Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal Beekeeper Don Victor. Wollte euch ein Video zeigen heute Abend am 3. Advent, wie ich meine Butterzuckerfladen mache für die Biene. Und zwar mache ich das mit Butterzucker, Wasser und Hefe. Das wird dann proportioniert von auf 10 Kilo Zuckerpuder. 450 Milligramm Wasser und 12 Päckchen kleine Hefe. Das wird dann verrührt. Es gibt viele Videos im Internet, wie man das anrührt. Aber das Entscheidende ist natürlich die Maschine dazu. Und zwar hier habe ich mir ausgeliehen auf der Arbeit. Sieht ein bisschen mitgenommen schon aus, aber hat noch Power. 1,3 kW. Hat ein Rührwerk. Ich habe gerade Video gedreht und habe schon den Rest von Zuckerpuder dazu gemacht. Hier sind es jetzt 5 Kilo. Habe ein bisschen leichter jetzt heute Abend gemacht. Die hat letztens ein bisschen gehobelt. Und da habe ich gedacht, tue ich nicht übertreiben. Mache ich mit 5 Kilo Zuckerpuder. Ja, das wird jetzt gerührt. So läuft es. Ja, sowas herzustellen ist natürlich selbst günstiger, allein wenn man an Zuckerpuder denkt. Und so mache ich meine Zuckerpuder. Da habe ich eine kleine Flex, habe einen Topf drauf geschraubt und von Diamantscheibe habe mir so einen Trümmer gemacht für die Zuckerpuder. Bisschen hier und hin und her gebogen, ein paar Schrauben dran geschraubt, dass das ein bisschen schleudert und kaputt macht und zerkleinert den Zucker, die Zuckerkristalle. Ja, und dann fülle ich die 10 Kilo zum Beispiel hier in einen großen Eimer, rühre das mit Hefe an, halbe 450 Milligramm warmes Wasser, 12 Päckchen Hefe. Zuckerpuder dazu anrühren und dann in den Topf und immer wieder ein bisschen Zuckerpuder dazugeben, damit die Maschine das langsam verarbeiten kann. Dann wird es in diese Dose hier abgefüllt mit 1,5 bisschen mehr als Kilo oder 1,5 und dann stehen gelassen bis Anfang Januar, denke ich mal. Dann gucke ich, dass ich am Anfang vielleicht meine Bienen durchschaue und dann den Ablegern vielleicht drauflege und dann auch den starken Völkern so eine Dose hinstelle, vielleicht von unten ein bisschen anritzen oder sonst was, mache ich noch ein Video. Ja, ich wünsche euch heute schönen 3. Advent, bleibt gesund und wir warten auf Weihnachten, auf das neue Jahr, auf das kommende Jahr. Hoffen wir, dass alles gut ist und wir alle gesund bleiben. Bleibt gesund,